Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier und jetzt, heute in diesem Video, werden wir zum einen uns dem Innsbrucker, dem fiktiven Innsbrucker Hauptbahnhof widmen. Hier muss unbedingt noch ein bisschen was gemacht werden. Ich habe das Ding damals hingeknallt, vor etlichen Folgen der dritten Staffel. Und dann eigentlich nie wieder richtig angeschaut hinsichtlich dessen, dass wir mal ein paar Zäune ziehen. Dass wir den Bahnhof von der anderen Seite noch umbauen, mit wenigstens einer Straße, damit der KI noch ein bisschen Häuser bauen kann. Vielleicht ein paar Schallschutzwände und auch eben am Anfang der Passage, der Videopassage, habt ihr gesehen, die Straße. Da müssen wir auch noch ein bisschen was Leitplankenmäßiges bauen und ja, einfach, dass es ein bisschen aufgewerteter ausschaut. Zudem gibt es einen spezielle grande Dankeszug von mir, und zwar einen Sonderzug von Zürich nach eben hier nach Innsbruck, vorbei an München, ohne dort zu halten. Und das ist ein absoluter Sonderzug, den stellen wir so ein, dass er nur sehr selten fährt. Man nannt ihn auch Graue Maus der SBB, und es gibt auch noch eine andere Lackierung. Ja, und den schicken wir hier dann auch in diesem Video auf die Strecke, also erstellen erst die Linie, schicken ihn dann auf die Strecke, spotten dem Guten dann noch so ein bisschen hinterher und sind dann sicherlich schon am Ende des Videos. Also, auf geht's, und der Bahnhof ist eigentlich schon ein Augenschmaus, der ist echt nice, hier mit dem Werbebanner, welcher sich verändert. Das ist schon echt cool, und auch die Drehtüren, die hier unten sind, die gefallen mir sehr gut. Hier innen drin der Fahrstuhl, kann man sonst noch was angucken auf die Schnelle, ja. Also hier kann man noch viel im Detail gucken. Im Idealfall schaut euch die Mod-Vorstellung vom lieben Trainee an. Der ist ja auch mal sehr detailreich in der Vorstellung. Da könnt ihr den Bahnhof in voller Pracht vorgestellt bekommen. Wie er denn heißt und von wem er genau ist. Nee, ich bin unvorbereitet. Shit, ich weiß es gerade nicht. Sei es drum, ihr findet's, wenn ihr ihn sucht, garantiert. Also, auf geht's. Und wir werden zum Anfang mal einfach eine Straße hier hinten reinziehen, um den Bahnhof noch probieren von hinten zu beleben. Innsbruck, aktuell 955 Einwohner. Ja, das Ganze ist ein bisschen schwankend, wirklich. Wachsen tut er nicht mehr. Wir müssten noch mal schauen, dass wir den irgendwie mit Gütern versorgen, gell? Werkzeuge und oder Maschinen. Das wird ihm sicherlich mal einen Schub geben. Aber jetzt erstmal eine Straße nach hinten rein, bitte. So, und ich glaube, so pragmatisch lassen wir es erstmal stehen. Und gucken, ob das die KI mittelfristig nutzen wird. Dann kann man das Ganze noch hier fix ein bisschen begradigen. Mehr machen wir nicht. Und ich glaube, am schönsten sieht es denn aus, wenn wir hinten tatsächlich nicht nur einen Zaun, sondern Schallschutzwände gleich platzieren. Vielleicht von beiden Seiten her. Hier gibt es ein bisschen was Zaunmäßiges, aber ab hier könnte man das auch machen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Gucken, ob wir da was haben. Schallschutz. Ich suche mal kurz was aus. Ja, und ich habe gerade mal so ein bisschen bei Joe Freeds Elemente ganz weit unten in der großen Menüleiste geschaut, aber ja, so richtig finde ich denn doch nichts. Und auch sonst, was ich so habe, man fällt immer wieder zurück auf diese Mod, denn die ist wirklich nice, und vor allem, dass die auch so schöne transparente Elemente drin hat, hier mit den Fenstern, das macht die einfach sehr, sehr attraktiv. Und ja, wir werden wohl davon was wählen. Und das recht schlicht in weiß, grau oder schwarz. Mal gucken. Da will ich nochmal kurz aus. Dann machen wir das. So, so wird's gemacht. Abstand zum Gleis, beziehungsweise zur Bahnsteigkante nach hinten raus. Das denke ich auch gut. In dem Abstand kann man das auch machen. Und dann setze ich die mal schnell durch. ICE TD gerade am Start. Zack. So, hier andere Seite auch noch hin. Dann noch hier hinten den Abschluss. Ist immer ein bisschen schwierig, gell, wegen Snappen. Wenn ihr die C-Taste gedrückt haltet, dann entsnappt so ein Asset auch, und ihr könnt den eventuell etwas besser platzieren. Ja, so richtig schön wird es nicht. Macht es jetzt so. Im Idealfall fällt es ja nicht so auf. So, unabhängig, dass die KI da hinten noch nichts baut, sieht der Bahnhof vielleicht einfach ein Stück weit besser aus in der Umrandung. Dann schauen wir mal, was wir hier noch machen.
Wahrscheinlich orientieren wir uns hier einfach an der Straße. Und werden hier noch was langziehen. Würde ich mal so vorschlagen. Vorher noch hier schnell etwas angleichen. Okay, geht nicht wirklich. Ja, muss denn auch nicht sein. Und da gibt es tatsächlich auch eine geile Mod. Und zwar irgendeine chinesische Mod, welche noch ganz spannende Zaunelemente mit beinhaltet. Da gucken wir auch mal schnell durch. Die würde wahrscheinlich gut zu Schallschutz passen. Auf der anderen Seite, die ist auch nicht so abwegig. Wir probieren mal mit der zu arbeiten. Setzen die einfach an. Vielleicht sollten wir, weiter wird sich die Stadt in die Richtung sowieso nicht entwickeln. Vielleicht sperren wir hier mal die Elemente, dass die KI nichts weiter verschiebt von diesem gewissen Übergang von Land auf Stadtstraße. Dann ziehen wir genau den Zaun hier ran und haben damit Höhenanpassung, Höhenabstufung aus. So, vielleicht haben wir so einen ganz schönen Abschluss in die Seite oder von der Richtung. Dann passen wir ein bisschen die Textur an. Und vielleicht stellen wir hier noch irgendwas rein, was so ein bisschen mehr Eisenbahn-like ist. Dafür planieren wir mal noch ein Stück. Die ganze Geschichte hier. So ein modernes Stellwerkscontainerchen kann aber nicht schlecht sein, oder? Auch hier, der snappt wieder, drücken wir C. Dann sollten wir den halbwegs solide hier hinkriegen. Stellen wir den direkt so ran vielleicht. Ne, aber vielleicht bündig. So. So, und vielleicht ziehen wir hier drüben die Schallschutzwand geschlossen, ohne Scheiben noch weiter, dass es vielleicht hier so ein bisschen einfahrtsmäßig auch noch attraktiver wird. Und dann nehmen wir jetzt was Geschlossenes. Ob das so richtig cool ist, weiß nicht. Auch hier arbeiten wir ja mit der Textur ein bisschen nach. So, aber so finde ich das schon einfach besser. Guck, ob ein Zug kommt, wo wir kurz einfahren können. So, der nächste Zug ist der Diesel Railjet vom lieben Otto Seife. Der ist gerade in München. Und bis der hier ist, setzen wir einfach noch fix ein paar Werbetafeln auf. Setzen wir einfach noch ein paar Werbetafeln auf. Stellen wir einfach noch fix ein paar Werbetafeln auf. Und da gibt es die Deutschen, aber auch direkt die Österreichischen. Wunderbar. Und weil wir in Österreich sind, nehmen wir natürlich die Österreichischen. So, auch aufgestellt. Passt. Wo ist der Diesel-Railjet? Hier ist er. Da haben wir hier hinten die Landesgrenze. Von der Seite ankommt, sieht man, dass man nach Deutschland fährt. Von der anderen Seite ankommt, sieht man, dass man nach Österreich fährt. Und wir schwingen uns in den guten Mal rein. Beschleunigen noch ein bisschen, bis wir kurz vom Bahnhof sind. Wenn wir schon fahren mit dem Diesel-Railjet, schauen wir vielleicht mal kurz von draußen uns das Ding an. So schaut er aus. Und hier auch gleich der Länderübertritt von Deutschland nach Österreich. Und man achte darauf, ab der Tunnelausfahrt denn auch österreichische Oberleitungsmasten und österreichische Signale. So, und dann kommen wir auch schon rein in die kleine Einfahrtspassage des Innsbrucker Hauptbahnhofs. So schaut es jetzt aus. Ja, ist doch besser, oder? Der Zaun ein bisschen wackelig gesetzt, sei es drum. Aber schaut doch so besser aus. Jetzt immer noch bei Weitem kein Highlight. Aber eben doch schön. Zurzeit keine Verspätung zu erwarten. Also der Bahnhof ist schon ein Highlight, gell? Asche über mein Haupt, dass ich nicht weiß, wer der Modder ist aus dem Kopf. Und auch die Bahnhofsanzeigen hier, die Bahnsteiganzeigen,
München Hauptbahnhof. Passt ja wie die Faust aufs Auge, gell? Denn der Zug macht jetzt kehrt, fährt zurück. Und den nächsten Bahnhof, den dieser Railjet erreicht, ist München Hauptbahnhof. Gut, dann haben wir sie erstmal. Wunderbar. Otto Seifes Diesel Railjet fährt erstmal wieder aus. In Richtung München, dann weiter Ingolstadt. Regensburg, Pilsen, Dresden, Leipzig. Ja, und wir fliegen mal auf fix rüber. Zum BW Süd. Nördlich von München gelegen. Ich zeige euch schon mal, was jetzt für eine spezielle Grande Garnitur rauf soll, und zwar die SBB RAE T2. Ich hoffe, ich habe es richtig gesprochen. Ich weiß noch nicht, ob diese Variante hier oder die graue Maus, wie heißt denn die hier eigentlich? Der Gotardo, sage ich das richtig? Luxusflug der SBB ab 1961 im Einsatz. Der kommt auf jeden Fall raus. Rauf, einer von beiden. Wenn da einer von euch noch einen Wunsch hat, drehen wir das Ganze nochmal um. Falls ich genau die falsche Lackierung erstmal raufbringe. Und ich habe mir gedacht, der Zug gehört natürlich in die Schweiz. Und wir haben nicht viel Schweiz auf dieser Map. Eigentlich nur das schöne Zürich, alles fiktiv. Und hier ist aber noch Platz. Hier fährt gerade übrigens die ÖBB-Garnitur ein. Doppel-Railjet, welche Zürich, München, Salzburg verkehrt. Und wenn ich hier angucke, wir haben nur zwei Linien. Heißt, Gleis 1 oder Gleis 4, das ganz linke von hier gesehen, würde ich gerne dafür nutzen, und ich würde eine extrem hohe Standzeit einstellen, dass dieser Zug nur sehr, sehr selten fährt, also soll ein Sonderzug sein, und, bisschen über die Karte geirrt, den würde ich dann hier an München vorbeifahren lassen. Wir kommen ja nur hier an München rum. Ich würde keine separate neue Strecke oder neue Gleise ziehen wollen, und wenn wir an München auf den Gütergleisen, auf den sozusagen Durchfahrtsgleisen vorbei sind, dann seht ihr hier, dass die alten Gleise, vielleicht könnt ihr euch noch an die erinnern, das waren noch die, wo wir den alten Streckenverlauf, Linienverlauf hatten, ohne diese Überwerfung, die würde ich dir nutzen wollen direkt, um nach Innsbruck zu fahren. Und so soll das eigentlich gar keine große Story sein. Das richten wir jetzt einfach mal ein, probieren das mal aus. Und das wird dann, ja, wird es ein Person, P für Person, oder wird es eigentlich, muss ich selber mal kurz überlegen, oder wird es ein SDZ, Sonderzug, warte mal, den müssen wir noch umbenennen. Das wird ja eine 2, oder? So. Das wird die 2. Und das wird P, Sonderzug, 3. Z für Zürich. Habe ich hier nicht auf dem Schirm. Und Innsbruck für Salzburg. Habe ich auch nicht auf dem Schirm. Kurz mal spucken. Spicken! Angeblich ein I. Einfach nur ein I. Und Zürich ist Zetar. Angeblich Zürich ZH und Innsbruck einfach nur ein I. Gut, haben wir das? Sollten wir noch eine andere Linienfarbe verpassen? Und dann probieren wir das Ganze mal. Wir starten einfach mal in Salzburg und ziehen das Ding einfach mal direkt durch bis Innsbruck. Gucken mal, was er hier macht. Ja, die KI. Lobenswert wie eh und je. Instinktiv, mehr oder weniger richtig gemacht. Zack, zack. Ich habe auch keinen Schmerz mit diesem Sonderzug, weil ich denke, der bringt unseren umfangreichen Eisenbahnbetrieb nicht zwingend maßgeblich noch zum Stocken. Am ehesten vielleicht ist es hier ein bisschen uncool. Wir müssen mal gucken, was macht denn hier? Okay, hier haben wir noch kleine Probleme. Der sollte, haben wir hier irgendwo einen Wegpunkt? Nee, haben wir nicht. Hier macht er alles richtig. Ist das hier ein, bist du ein Wegpunkt? Ja. Dann werden wir noch ab Zürich den anwählen. Und wenn wir jetzt nur die Garnitur. Hier kommt er gut. Hier kommt er jetzt auch gut. Hier kommt er gut. Ja, ein bisschen schade, dass er in München nicht hält. Aber zum einen Sonderzug halt, gell? Und zum anderen, man kann nicht alles haben, und der München ist halt natürlich schon extrem angespannt, sagen wir es mal so. Von daher muss nicht sein.
So, und hier liegen wir nochmal am anderen Gleis. Macht dann Gleis 3. So ist, ich glaube, so passt das. So ist was Vernünftiges. Schaut gut aus. Dann gehen wir nochmal auf Kaufen. Tja, ich bin weiterhin sehr unsicher. Wir nehmen den fünfteilig, sechsteilig, sechsteilig. Dann nehmen wir den sechsteiligen. Aber in einer, ich denke, alten Lackgebung. So. Kaufen. Und den hauen wir dann rauf. Auf SDZ 3. Natürlich gucken wir uns an, wie der Gute schön aus dem BW kommt. Und wir spotten den mal ein Stück entlang der Strecke. Bevor wir das aber machen, habe ich noch ganz vergessen, sollten wir tatsächlich noch einstellen, dass er eine extrem lange Wartezeit hat. Und eigentlich sollten wir einstellen, dass der gar nichts lädt. Weil sonst werden die anderen Linien irgendwie negativ beeinflusst. Denn die Hauptlinien, die einmal ja von Zürich über München nach Salzburg gehen, wenn da jemand ist, der von Zürich nach Innsbruck fahren möchte, dann muss der in München umsteigen und nutzt eigentlich die eigentlichen zwei Linien. Jetzt wird er mit dem Zug fahren und im Sinne der Wirtschaftssimulationsthematik verfälscht uns das ja die Linien ein Stück weit. Dann fährt der Zug halt einfach nackig, ohne Passagiere, das sehen wir sowieso mehr oder weniger nicht. Die Mindestwartehaltezeit, die stellen wir mal, die stellen wir Maximum, 10 Minuten. Warum nicht? So, und dann gucken wir uns den Guten mal an. Sieht schon ganz spannend aus, das Gerät. Von außen nicht schlecht. Und von innen hier muss ich auch sagen, ganz cool. Okay, erwischt. Dann lassen wir ihn mal wischen. Und er wartet erstmal jetzt auf freie Fahrt. So, da kommt der Gute, gleist sich jetzt erstmal auf dem richtigen Gleis der Linie auf und ist dann schon unterwegs nach Innsbruck. Jo, und schaut gut aus, gell? Also, wie es so ist. Was der Bauer nicht kennt, das futtert er nicht. So geht es mir auch meistens. Und wenn man es dann aber erstmal drauf hat, dann schaut es schon gut aus. Und dann gefällt es auf einmal doch. So, noch keine freie Fahrt. Warum das nicht? Ich meine, hier vorne ist viel Bewegung, aber da hinten kann eigentlich gar nichts stören, oder? Bin ich jetzt falsch? Warum fährt der Gute nicht? Jetzt. So, und in Innsbruck, in Richtung Innsbruck aus München kommt, denn doch gerade etwas erhöhter Zugverkehr. Schöne Geräuschkulisse, gell, habe ich noch nie gehört. Wusste ich nicht, dass die Waggons damit ausgestattet sind. So, und mit einem kleinen Videocut kommt jetzt auch dieser T hinterhergerollt in Richtung Innsbruck. Ja, hier schaut die Aufnahme auch besser aus als eben, wo es ein bisschen geruckelt hat. Ja, und mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich auch von euch. Grüße gehen raus an den lieben Wünscher dieser Schweizer Zuggarnitur. Und ich sage dann auch mal vielen lieben Dank, mein Lieber. Und ja, vielen lieben Dank an euch alle fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich unbedingt auf einen Like von euch. Und natürlich wie immer
über eure Kommentare. Ich rekommentiere gerne. Und wenn ihr Bock habt, funktioniert seit kurzem auch eine Kanalmitgliedschaft. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid gesund, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Genießt den Sommer und die Sonne. Ciao, ciao, baba, der Checo.